Vamashvasa Kamanashasana. Der Drehsitz nach links mit Füßen nach außen. Du setzt dich zwischen die Fersen, wie es Raffaela vormacht, und gibst dann die Zehen nach außen, sodass die Füße nach außen ragen. Dann gibst du die linke Hand über das rechte Knie und die linke Hand nach hinten. So drehst du dich nach links. Daher Vamashvasa. Shvasa heißt Atem, Vama heißt links. Du drehst dich also nach links und dann kannst du auf diese Weise das Prana nach oben ziehen. Und Kamanasha ist eben eine Bezeichnung für Shiva. Kama heißt Verlangen und Gier und Nasha heißt Überwindung. Und Shiva ist Kamanasha, also derjenige, der die Gier überwunden hat. Und wenn wir uns auf Shiva konzentrieren, können wir auch Gier überwinden und stattdessen zur reinen Liebe hinkommen. Der Gegenpol zu Vamashvasa Kamanashasana ist übrigens Dakshinashvasa Kamanashasana und auch das findest du auf wiki.yoga-vidya.de.